Kavallerieeinheiten waren auf den Schlachtfeldern schon immer von großer Bedeutung. Die polnischen Ritter hinterließen mit ihren geflügelten Husaren ihre Spuren in der Geschichte. Im Gegensatz zu den meisten ihrer zeitgenössischen Husareneinheiten, die leichte Rüstung trugen, waren die geflügelten Husaren schwer gepanzert. Aus diesem Grund verwendeten sie lange vor ihren Zeitgenossen keine Schilder mehr. Ihre Hauptwaffe war ein langer Speer. Als Ersatzwaffe diente der Säbel und mit der Entwicklung der Feuerwaffen führten sie Pistolen ein. Die geflügelten Husaren überrannten bei ihren Kavallerieangriffen die Gegner, die sie auf dem Weg trafen. Sie wurden eingesetzt, um die feindlichen Linien zu durchbrechen und Chaos und Verwirrung bei den Gegnern zu stiften. Berühmt wurden diese Ritter nach der Schlacht von Wien im Jahr 1683, wo sie eine wichtige Rolle beim Sieg der Heiligen Katholischen Liga gegen das Osmanische Reich und seine Verbündeten spielten.